Rekord. Rekord. Ach, du nimmst auch die ganze Zeit vorne schon auf? Rekord. Ich dachte, der müsste Dings stehen. Das Gute ist, wir machen ja wirklich nichts zu den Oscars. Ich habe in meiner Timeline tausendmal gesehen, dass die Leute immer so, ja, ne, eigentlich finde ich die Oscars ja doof, ne? Aber dass das und der gewonnen hat, das finde ich voll toll. Und so. Nicht so, ja. Entweder interessiert dich das oder es interessiert dich nicht. Egal, ich fange jetzt an mit diesem Video. Hola y buenas noches, compadres. Estoy aquí con mi amigo Pedro. Pedro, salud. Salud. Y hablamos de una película español, Kidnapped. Sí. Wir sprechen über den spanischen Film Kidnapped. Das war Spanisch. Das war Spanisch. Klingt komisch, ist aber so. Sequestrados. War das richtig ausgesprochen? Was? Besteht das? Sequentrados. Okay. Ja, Sequentrados. Das ist ein Film, den hat mir unser lieber Kollege und Freund Sebastian, der auch gleichzeitig unser Kameramann und Schnittmeister ist, zum Geburtstag geschenkt. Also musste ich den ja gucken. Hat mir vorher immer wieder ans Herz gelegt und ich habe seine Empfehlung einfach eiskalt ignoriert. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, ey komm, habe ich mir angeguckt. Ich finde den ziemlich cool. Wahrscheinlich wollte ich gerade fragen, ob du enttäuscht warst. Und ich sage gleich, was ich an dem Film sehr cool fand. Und dann hast du gesagt, ja, dann leih mir den doch mal aus. Ja. Dann habe ich dir den ausgeliehen. Und jetzt Peter, Kidnapped. Habe ich ihn auch geguckt. Ja, sag doch mal was dazu. Ja, ich sag mal dazu was. Du dachtest, du bist zu Hause sicher. Hast du weit gefehlt, wenn man der Geschichte glauben mag. Ja, oder wenn man, so sicher bin ich ja nicht, wenn du hier gerade bei mir zu Hause bist. Naja, ich glaube eher, Sebastian macht das Ganze hier unsicher. Ja. Nicht ich. Also, es ist natürlich ein Studio hier. Wir sind natürlich nicht bei mir zu Hause. Oh, hast recht. Pappwände. Bist du ja sicher? Ja. Also, was haben wir denn hier vorzufinden? Wir haben einen spanischen Home Invasion Thriller. Mit Rape and Revenge Elementen. Und mit Anna Wagner. Ja, die in jedem spanischen Film mitspielt. Ja, aber ist auch gut so. Coole Schauspielerin. Das ist eine gute Schauspielerin. Ja, mag ich sehr gerne. Wir haben, interessanterweise, sollen wir kurz was zur Geschichte erzählen? Ja. Ich habe gedacht, du bist dabei. Das tue ich, okay. Der Prolog hat tatsächlich, das hat mich ein bisschen verwundert, hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, deshalb sage ich nichts dazu. Aber es gibt halt zumindest einen Eindruck davon, was uns erwartet. So ein bisschen Foreshadowing, was so Atmosphäre und Gewalt beispielsweise angeht. Genau, es wird Gewalt folgen, das sagt der Prolog. Ja. Hätte ich mir bei dem Titel auf jeden Fall nicht gedacht. Und vor allem nicht dadurch, dass die FSK den gar nicht mag. Stimmt. Ja. Ich kann mir aber denken, was die FSK... Ich habe keinen Schnittbericht gesehen oder so, aber ich kann mir denken, was die FSK nicht... Ja, aber der hat ja auch kaum Schnitte, ne? Das kommt auch noch da. Da kommen wir gleich drauf. Okay, gut, was passiert bitte? Was passiert? Wir haben im Prinzip eine Familie, die dreiköpfig ist. Mutter, Vater, Tochter. Die ziehen gerade in ein Haus ein. Schickes, pompöses Anwesen. Genau. In so einer gated community ist es, glaube ich. Richtig, ne? Genau. Man hat schon ein unwohles Gefühl am Anfang, also schon ein bisschen so latente Bedrohung spürbar. Da ist irgendwas im Busch. Auf jeden Fall werden sie tatsächlich direkt in der ersten Nacht überfallen. Und Hostage gehalten. Und ja, mehr braucht man eigentlich nicht sagen. Die Gruppen teilen sich da ein bisschen auf. Es kommen dann noch ein paar Figuren, sag ich mal, in die Handlung mit rein. Freund, Polizei etc. Ja, und das Ganze artet dann zu einem relativ brutalen, gewaltverherrlichenden Home Invasion Thriller aus. Ja, die wollen Geld. Weil der Vater ist ein stinkreicher Sack. Ja, deshalb wohnen sie in einem großen Haus. Ganz genau. Und das Besondere hier dran ist wirklich die Inszenierung. Ja. Ich finde so von der Geschichte, was passiert, ja, ne, Eindringlinge in ein Haus. Tausendmal gesehen. Vergewaltigung, und was da sonst noch so alles passieren kann. Tausendmal gesehen. Tausendmal gesehen. Tatsächlich. Aber die Inszenierung hat es in sich, denn es gibt nur ganz vereinzelt Schnitte. Ja. Und wir haben fast die ganze Zeit Tracking-Shots. Ja. Und teilweise auch Splitscreen, dass wir sehen, weil es gibt eine Stelle im Film, da verlässt eine Partei das Haus mit einem der Kidnapper-Eindringlinge. Ja. Und dann sehen wir parallel, was passiert die ganze Zeit. Und daraus bezieht der Film seine exquisite Spannung, würde ich mal sagen. Okay. Das hat mir sehr, sehr gefallen an dem Film.
Das, ich fand das, macht's besonders. Ja. Ich fand das inszenatorisch auch sehr interessant, weil es ist jetzt kein Spoiler, weil diese Splitscreens dann auch cool zusammengeführt werden. Genau. Ansonsten schauspielerisch ganz cool. Den gab's leider auf DVD nur in Deutsch oder auf Spanisch ohne Untertitel. Deshalb habe ich mir den auf Deutsch angeschaut. Ja, ich auch. Deshalb kann ich nicht viel zu der Schauspielleistung sagen. Außer, dass es ganz gut aussah. Synchronstimmen waren scheiße. Ich denke, der Schrecken kommt aber trotzdem rüber. Ja, also Gewalt und Angst sind hier groß geschrieben. Es ist Psychothriller mit einem bösen Ende. Also mit einem, ja, total. Also es ist kein gute Laune-Film. Ja, das ist richtig. Aber besprechen wir in der Regel auch nicht. ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir bei der ersten Empfehlung von unserem Herrn Vitor bisschen was mehr erwartet, erhofft, aber ansonsten ist das ein sehr solider Home Invasion Thriller, der meiner Meinung nach hauptsächlich von der Inszenierung und von dem kammerartigen Schauspiel gut leben kann. Ja, also wenn ich jetzt negative Punkte ausmachen sollte, dafür sind wir ja da, ja, würde ich sagen, Prolog hätte man sich schenken können. Weil er wirklich überhaupt gar keinen Bezug hat. Ja, und wie gesagt, nimmt dann auch so diese aufbauende Spannung eigentlich vorweg, weil man weiß, also es passiert auf jeden Fall was Schlimmes. Ja. Und vielleicht, dass so die Handlung an sich, also dass das Gezeigte man alles schon mal gesehen hat. Ja. Das, was passiert und so. Aber der ist halt, der geht an die Nieren und das ist natürlich das, was der möchte. Mhm. Der ist hart und der möchte, ja, Tabus brechen, weiß nicht, das sind Tabus, die wir auch schon mal gebrochen gesehen haben, aber der ist hart. Und aber irgendwie, ich hatte da meinen Gefallen dran. Okay. Der ist auch nicht zu lang. Ja. Das ist ein Film, der eine knackige Spielzeit hat, sodass auch dieses Gimmick mit den langen One-Shots auch nicht so sehr auf die Nerven geht, sondern wirklich auch so diese, das trägt dazu bei, zu der Atmosphäre. Ja. Ja, und das ist nicht einfach nur so ein Gag, den man macht. Das Gute ist, dass er im Prinzip den stärksten Part im letzten Drittel hat. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und das hat dann halt auch anfänglich so ein bisschen was über, ja, so ein bisschen fehlende Figuren, Interesse zumindest meinerseits, hinweggetröstet. Von daher war ansonsten gut gespielt. Hat er das transportieren können, was. Ich meine, es ist halt schon ein ausgeschlachtes Genre. Und dafür kann man ihn dann loben, dass das dann irgendwie doch noch so interessant gestaltet, dass man nicht direkt abschaltet. Wer Spaß an Home Invasion und Rape and Revenge hat, sollte auf jeden Fall mal ein, zwei Blicke riskieren. Ne? Kidnapped. Am besten in der ungeschnittenen Fassung. Ja. Weil Spio. Dann kriegt man auch was von diesen One-Shots. Dann werden die auch zumindest ausgespielt. Ja, nee, finde ich gut. Das ist ein guter Vertreter. Ansonsten, ja. Salut. Salut. Bis demnächst. Wir sind die Filmfressen, Peter. Mann. Adios. Amigos. Ah.